Hallo liebe Grundschüler, herzlich willkommen zum zweiten Video, in dem es um Lernen an MK geht. Wir befinden uns hier in der Mediothek, ein Ort, der ganz im Zeichen des Lernens steht. Hier treffen sich Schüler, um gemeinsam Klassenarbeiten vorzubereiten oder in der siebten, achten Stunde an der Hausaufgabenbetreuung teilzunehmen. Die Schüler können sich aber auch an die PCs setzen, im Internet recherchieren und Zettel ausdrucken. Und in einer ruhigen Minute kann man sich auch mit seinem Lieblingsbuch zurückziehen und lesen. Aber ihr interessiert euch doch sicher mehr für einen Klassenraum. Also kommt mal mit. Jetzt möchte ich mit euch einen Blick in den Klassenraum der 6a werfen. Doch da findet kein normaler Unterricht statt, sondern eine Ergänzungsstunde Mathe. Unser Mathelehrer Herr Walter unterrichtet dort eine Stunde pro Woche Schüler in Mathematik, die noch ein wenig Probleme haben, zum Beispiel bei der Bruchrechnung. Ergänzungsstunden gibt es zudem auch in den Fächern Englisch, Latein und Französisch. Doch eine Überraschung gibt es noch. Schaut doch selber mal nach. Ach, hi. Kommt rein. Ihr seid in der Ergänzungsstunde Mathe gelandet. Und neben Büchern und Arbeitsheften mit vielen Übungen benutzen wir auch iPads. Und für mich als Lehrkraft ist es sehr hilfreich, weil ich die Schülerinnen und Schüler bei den Aufgaben hierdurch noch mehr unterstützen kann. So kann ich ganz einfach die Lösungen der Schülerinnen und Schüler kommentieren. Und diese dann auch blitzschnell über das iPad wieder zurückschicken. Und wenn wir unsere Lösung vorstellen wollen, brauchen wir sie nicht erst an die Tafel schreiben, sondern können einfach ein Foto davon an den Bildschirm schicken. Wir könnten euch noch so viel mehr über die iPads erzählen. Ich kann mir zum Beispiel hier vorne alle Bildschirme der Schülerinnen und Schüler anschauen. Ich kann sie auch sperren lassen, damit sich die Schülerinnen und Schüler voll auf Mathe konzentrieren können. Das mögen sie natürlich überhaupt nicht. So, meine Lieben, wir machen jetzt weiter mit Bruchrechnen. Und euch wünsche ich noch viel Spaß. Das Lernen an MK spielt sich natürlich nicht nur in der Mediothek und in Ergänzungsstunden ab. Ab der Klasse 7 könnt ihr dann zwischen verschiedenen Fächern wählen und so eure Schullaufbahn nach euren Vorstellungen gestalten. Bevor wir mit einer Fotokollage euch die unterschiedlichen Wahlmöglichkeiten der Mittelstufe vorstellen, möchte ich aber noch einmal auf unsere Homepage verweisen. Dort findet ihr regelmäßig Berichte und viele Fotos von den verschiedenen Aktionen an Maria Königin. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Viel Spaß beim Durchscrollen und tschüss, bis zum nächsten Video.